Hallo. Nachdem ihr letzte Stunde schon kennengelernt habt, wie radioaktive Strahlung aus Atomen aussieht und welche Formen es gibt, wollen wir heute genauer besprechen, wie sie eigentlich entsteht. Dieses Lernvideo entsetzt ganz viel Theorieteil. Das bedeutet, ihr müsst das wirklich genau anschauen und durch hier Sachen rausschreiben, weil es eben schriftlich nur in dieser ganz kurzen Zusammenfassung zu sehen ist und da viele Teile wegfallen. Gut, jetzt starten wir aber. Das Erste, was wir brauchen, ist, wie ist der Atomkern aufgebaut? Und ihr seht, ich habe da schon was vorbereitet, nämlich so eine Art Topf nennt man das. Das nennt man einen Potentialtopf, also einen Trichter. Und der soll wieder darstellen, dass ein Teilchen, das im Kern ist, eine negative Energie hat, weil es ja dort gebunden ist und nicht einmal frei ist. Das bedeutet, hier wäre das Energie. Nullniveau, also 0. Ich schreibe sogar schon Megaelektronenvolt, weil das wird unsere neue Größenordnung sein. Und die Niveaus drun und dann gibt es noch Energieniveaus drunter. Und die sind hier tatsächlich aufgeteilt, weil wir haben Energieniveaus für die Protonen. Die habe ich hier links eingezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir haben Energieniveaus speziell für die Neutronen. Die sind rechts eingezeichnet und wir sehen jetzt schon, die sind enger als die der Protonen und das ist auch Absicht. Jetzt ist es so, im Gegensatz zur Schale mit den Elektronen, weil eigentlich erinnert bisher alles an die Schalen, dass hier immer nur zwei Plätze frei sind pro Energieniveau. Das heißt, wenn jetzt dieses Atom voll besetzt wäre, wären auf der rechten Seite überall zwei Neutronen zu sehen. Das wird dann irgendwann aufhören, sagen wir mal hier. Und auf der linken Seite überall zwei Protonen. Und die können prinzipiell auch nicht die Schalen tauschen, außer sie, naja, sind halt vom anderen Typen. Der Abstand der Energieniveaus hier ist mehrere Megaelektronenvolt. Wie viel hängt wieder vom Atom ab? Und auch ein bisschen von der Schale. Und ihr seht schon, das ist bei normalen leichten Atomen hatten wir den Abstand Elektronenvolt. Bei den schweren Metallatomen, die Röntgenstrahlung aussehen, hatten wir Kiloelektronenvolt zwischen den Energieniveaus und jetzt im Kern sind sogar Megaelektronenvolt, weswegen hier die Energie besonders stark ist, also die radioaktive Strahlung. Genau. Eine Sache ist eben auch absichtlich passiert, nämlich dass ich die Niveaus der Protonen weit auseinandergezeichnet habe. Und das kommt daher, dass es schwieriger ist, Protonen im Kern unterzubringen, also man braucht mehr Energie dafür, als wenn wir nur Neutronen unterbringen wollen. Und das liegt daran, dass die Protonen sich ja zusätzlich abstoßen. Ich habe rechts den Kern auch eingezeichnet und wir nehmen uns jetzt mal dieses eine Proton raus und zum Beispiel diese zwei anderen Protonen. Und es ist ja so, dass dieses Proton um sich herum ein Feld aufbaut, ein elektrisches, das die anderen Protonen abstößt. Das wird von Ring zu Ring natürlich immer schwächer, weil ja die Coulomb-Abstoßung mit der Entfernung abnimmt, aber es drückt die anderen Protonen alle weg. Die, die näher sind, stärker, die, die weiter weg sind, schwächer. Dadurch ist es so, dass wenn wir die zu einem Kern zusammenbringen wollen, wir deutlich mehr Energie brauchen, als wenn wir nur Neutronen hinzufügen, weil die Neutronen ja keine Abstoßung haben, weil sie gar nicht geladen sind. Jetzt stellt sich aber doch die Frage, wenn wir hier diese Abstoßung haben, wieso hält das Atom überhaupt zusammen? Weil wir haben bisher noch keine Kraft, die anziehend ist. Und dafür sorgt die sogenannte starke Wechselwirkung. Die wird auch immer mit starke und dann WW für Wechselwirkung abgekürzt. Und das ist eine ganz interessante Kraft. Alle Kräfte, die wir bisher kennengelernt haben, waren Kräfte, die so ein Feld aufbauen. Also das Coulomb-Feld, die elektrische Abstoßungskraft, die Gravitationskraft, die reichen alle unendlich weit weg und sie werden nur schwächer, je weiter weg man ist. Die starke Wechselwirkung ist jetzt der erste Kandidat, der nicht nach diesem Prinzip funktioniert, sondern der wirklich nur, also 10 hoch minus 14 Meter weit wirkt, also im Endeffekt ein Zehntel Nukleonen. Durchmesser weit wirkt. Das heißt, der zieht dich an, wenn du ganz, ganz, ganz nah dran bist und ansonsten hat er keine Kraft mehr. Und deswegen wird es auch als Klebkraft bezeichnet. Das heißt, hier, wo sich das Proton und das Neutron, sie berühren sie nicht ganz, aber fast,
fast berühren, wirkt plötzlich eine irrsinnige Anziehungskraft. Genauso wie hier an der Stelle, wo sie die zwei Neutronen berühren, hier wieder, also überall, wo sie sich berühren oder fast berühren, ziehen die sich extrem stark an. Und diese starke Wechselwirkung heißt starke Wechselwirkung, weil sie eben stärker als alle anderen Wechselwirkungen, wie zum Beispiel auch die Coulombkraft ist. Ja, und dadurch kann das Atom schon zusammenhalten. Genau. Das heißt, wir behalten aber schon im Hinterkopf, dass wir immer die Protonen haben, die sich dann doch gegenseitig abstoßen. Und jetzt kommen wir auch dazu, warum wir viel mehr Neutronen in schweren Atomen haben als Protonen. Die Neutronen sind nichts anderes als der Puffer, der zwischen den Protonen ist und die quasi auseinanderhält. Weil die Coulombkraft, die stößt ja alle ab. Also alle anderen Protonen. Das heißt, wenn wir umso mehr Protonen wir so haben, umso mehr Abstoßung haben wir. Und deswegen werden schwere Atome allgemein auch instabil und zerfallen eben gegebenenfalls. Und vor allem haben sie viel mehr Neutronen als Protonen, weil dann die Neutronen eben als Puffer dazwischen herhalten müssen. Gut. Jetzt fassen wir nochmal das Wichtigste ganz kurz zusammen. Der Kern besteht auch aus Schalen oder aus Energieniveaus, so wie die Kernhülle, wie die Atomhülle. Die Energieniveaus haben diesmal den Abstand Megaelektronenvolt und sind aufgeteilt nach Protonen und Neutronen, wobei die Neutronenniveaus enger beieinander liegen als die Protonenniveaus. Der Kern hält zusammen, weil er die starke Wechselwirkung hat, was eine Klebekraft ist, die immer nur zum nächsten Nachbaratom hin, zum nächsten Nachbarnukleon hinwirkt und eben nicht über den ganzen Kern hinweg. Im Gegensatz zur Coulomb-Abstoßung, die über den ganzen Kern hinweg wirkt. Schauen wir uns jetzt die erste Strahlung an, also die Alpha-Strahlung. Ein typischer Alpha-Strahler ist tatsächlich das Radium. Radium ist das 88. Element und hat die Kernmassenzahl 236. Das heißt, hier können wir jetzt schon wunderbar testen, wie viele Neutronen das hat. Also die Protonenzahl ist eben direkt ablesbar. Das sind die 88. Und die Neutronenzahl müssen wir ausrechnen, indem wir die Kernmassenzahl nehmen, die 236, und davon die 88 abziehen. Das bedeutet, es kommt insgesamt eine Neutronenanzahl von 148 Neutronen raus, was schon wahnsinnig viel ist. Ihr seht, also mehr als das 1,5-fache von der Protonenzahl. Gut, jetzt habe ich es links aufgezeichnet, wie dieses Atom mit den Schalen ausschaut. Und wir sehen, die Schalen sind quasi bis oben hin gefüllt oder zumindest fast bis ganz oben hin. Und das heißt, es fehlt nur noch wenig Energie, sodass Teilchen aus dem Kern rausfliegen können, weil sie dann eben dieses Nullniveau erreicht haben und frei sind. Das ist eben genauso wie bei den Elektronen, wenn sie die letzte Schale überwunden haben. So. Jetzt ist es so, dass die Nukleonen im Kern nicht alle starr an ihrer Stelle sind, sondern durcheinander fliegen, sich mal näher kommen, mal weiter entfernt sind. Und im Kern kann es jetzt passieren, dass sich zwei Neutronen und zwei Protonen gruppieren und, wenn wir ins Periodensystem schauen, das Element mit zwei Protonen ist das Helium. Das heißt, es entsteht ein Heliumkern. Ein Heliumkern ist ganz besonders stabil. Hier würden wir den zum Beispiel jetzt gleich bekommen können, was ich hellblau einzeichne. Und der ist so stabil, weil sich schön die Neutronen zusammenschieben und dann die Protonen besonders weit entfernt voneinander sind. Das bedeutet, wenn sich hier in dem Bild die Protonen zufällig ein bisschen auseinander bewegen und dann die Neutronen reinrutschen können, zack, haben wir ein Helium, das dann eben so ausschaut. Gut. Und dieses Helium, das ist jetzt zusammengefallen. Also mit zusammengefallen meine ich, das hat potenziell, da haben die Teilchen potenzielle Energie verloren, weil es ist leichter, wenn die Protonen auseinander sind. Das heißt, es wird energiefrei, wenn die ein bisschen weiter auseinandergedrückt werden. Und es entsteht mehr Klebekraft, wenn sich dann die Neutronen direkt berühren. Also hat es potenzielle Energie verloren. Diese potenzielle Energie muss irgendwo hinkommen und wird natürlich in kinetische Energie dieses Heliumteilchens gesteckt. Das heißt, dieses Helium
ist jetzt total energiereich zusammengebatzelt im Kern. Und wenn es eine hohe kinetische Energie hat, kann es natürlich Schalen hochspringen. Das passiert immer wieder in Atomkernen, aber hier ist es jetzt so, dass wenn sich die zusammentun, ich male die jetzt hier nebeneinander hin, zack, zack, weil sie alle auf demselben Energieniveau sind. Also das ist mein Helium energetisch dargestellt. Dann ist es so, dass sie eben springen und damit die Grenze überschreiten können, dass sie frei sind. Das heißt, sie können aus dem Kern fliehen. Also hauen sie ab und werden ausgesendet. Das bedeutet, das Radium verliert einen Heliumkern. Und was übrig bleibt, ist jetzt natürlich dieses Atom ohne vier Kernelementchen. 1, 2, 3, 4 mal weggestrichen. Das würde ich jetzt ein bisschen runder anordnen, schon klar, aber vom Prinzip her. Und wenn wir jetzt rausfinden wollen, was zu welchem Element das wird, müssen wir ins Periodensystem schauen. Aha, hier haben wir Radium. Das Radium verliert ja jetzt zwei Protonen. Das heißt, wir gehen im Periodensystem zwei Elemente zurück. Und was wir da finden, ist das Radon, das mir vorher schon rausgerutscht ist. Das heißt, wir haben jetzt Radon mit der Kernladungszahl nur noch 86, zwei weniger. Und der Massenzahl sogar nur noch von 232, weil ja insgesamt vier Nukleonen das Atom verlassen haben. Genau, das sind die zwei Produkte bei der Reaktion. Ihr kennt es ja aus der Chemie, was wir vorher haben, nennen wir Edukt. Und das, was wir am Ende der Gleichung rausbekommen, ist das Produkt. Gut, das heißt, hier wird aus Radium, hier wird aus Radon Radium. Umgekehrt, so, letztes Mal, hier wird aus Radium Radon. Gut, ihr verwechselt Elemente leider sehr oft. Genau, schneide ich nicht raus, müsst ihr euch anhören. Jetzt können wir das natürlich auch als Gleichung darstellen. Als Gleichung dargestellt machen wir das genauso wie in der Chemie. Das heißt, wir schreiben hierher Ra 236,88 wird zu Rn 232,86 plus Helium 4,2. Das ist die Reaktion. Testet das jetzt selbst noch für das berühmte Uran. Und zwar, das radioaktive Uran hat eine Massenzahl von 235 und eine Kernladungszahl von 92 und schaut selbst im Periodensystem nach, zu welchem Element das wird. Unterbricht das Video kurz. Und jetzt gibt es die Lösung. Das Uran, wenn wir da zwei Elemente weiter zurückschauen, landen wir bei Thorium. Der Kernladungszahl 90 und das hat dann nur noch eine Massenzahl von 231. Und es kommt natürlich wieder ein Helium raus. Genau. Ich sehe gerade, oben hatte ich vorher das E vergessen. Ich habe es jetzt hinzugefügt. Genau. Gut, jetzt noch die Frage, wie es hier mit der Energie ausschaut. Und zwar, die Energie, die dabei frei wird, ist meistens ziemlich gleich, nämlich bei 20 Megaelektronenvolt. Das liegt daran, dass dieses Zusammenfallen zu einem Helium-Unterkern immer eine bestimmte Energie hat, die sehr, sehr gleich ist. Aber es ist nicht genau dasselbe, weil die Frage ist, wie viel fehlt jetzt den Nukleonen hier noch, um das Atom zu verlassen? Es muss ziemlich nah an der Grenze sein, dass das funktioniert, also wird es immer um die 20 Megaelektronenvolt sein, aber nicht genau. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Es ist jetzt ja so, dass wir ein Teilchen aussenden, das eine echte Masse hat, nämlich eben dieses Helium. Und jetzt gilt das Wechselwirkungsprinzip. Das bedeutet, wenn das Helium ausgesendet wird, dann ist es so, wie wenn wir das losschießen würden. Und immer wenn wir es losschießen, kriegen wir auch selbst, oder hier in dem Fall das Atom, einen Impuls in die entgegengesetzte Richtung ab. Das heißt, die Energie teilt sich auf das Alpha-Teilchen, das ausgesendet wird, also das Helium, und den Atomkern. Und dadurch sind die 20 Megaelektronenvolt immer nur das, was wirklich für das Helium, also das Alpha-Teilchen, übrig bleibt. Ein Teil steckt auch immer im Kern. Und das werden wir später sehen, dass es eine ganz große Rolle spielt, weil der Kern dadurch ja auch immer durch Strahlung selbst Energie zugeführt bekommt. Gut, aber das heißt, die 20 Megaelektronenvolt bei der Alpha-Strahlung sind sehr konstant. Schauen wir uns das nächste Element an.
nämlich Cäsium als Beta-Strahle. Ich habe wieder den Atomtopf gezeichnet, wie der bei Cäsium aussehen würde. Und eine Beta-Strahlung entsteht ganz, ganz häufig nach einer Alpha-Strahlung. Oben hatten wir das schon erklärt. Wenn wir ein ganz schweres Atom haben, brauchen wir ganz viel Puffermaterial, dass sich die Abstoßung der Protonen nicht, also dass die Abstoßung der Protonen nicht zu stark ist und der Kern eben instabil wird. Und deswegen kommen die ganzen Neutronen als Puffer dazwischen gequetscht. Wenn wir nun aber ein paar Mal Alpha gestrahlt haben, ist es so, dass das Alpha jedes Mal einen größeren Sprung nach unten macht bei den Protonen. Ich male mal die hier ein. Während das Alpha bei den Neutronen nur kleine Sprünge erzeugt. Das heißt, wenn wir hier oben, als wir noch drei Alpha-Strahlungen vorher waren, auf einem sehr ähnlichen Energielevel waren, ist es jetzt unten so, dass das Energieniveau von den Alpha-Strahlen viel niedriger, Entschuldigung, dass das Energieniveau von den Protonen, Proton, viel niedriger ist als von den Neutronen. Jupp, das bedeutet, eigentlich wäre es ja jetzt energetisch günstig, wenn das Neutron runterhüpfen würde in die niedrigere Schale. Und das wäre dem hier durchaus möglich. Aber es ist die falsche Schale, weil da dürfen nur Protonen rein. Das bedeutet, das Neutron muss sich auf dem Weg verwandeln. Und das tut es auch eiskalt. Die Frage ist jetzt nur, in was? Und zwar, wir haben hier ein Neutron, das ja eigentlich neutral geladen hat, also die Ladung 0. Die neutrale Ladung kriegen wir aber auch hin, wenn wir einen positiven Teil haben und einen negativen Teil haben. Und so ist es ja heimlich auch, das wissen wir von den Quarks. Und was jetzt tatsächlich passiert, ist eine Quarkumwandlung im Neutron, so dass wir insgesamt eine positive Ladung haben. Dass aber das wirklich funktioniert und die Ladung erhalten bleibt, muss eine negative Ladung ausgesendet werden. Und das passiert in Form von einem Elektron. Das bedeutet, wenn ein Neutron sich umwandelt in ein Proton, sendet es dabei ein Elektron aus und hat damit insgesamt seine Ladung erhalten, weil zusammen ergibt es wieder die Ladung 0. Das Interessante ist, dass die Masse auch erhalten bleibt, weil das Neutron vorher tatsächlich immer ein bisschen schwerer ist als das Proton. Das fällt normal nicht auf, weil sie sehr, sehr gleich schwer sind, also sehr ähnlich schwer, aber Elektronen wiegen ja auch quasi nichts. Genau, und das heißt, das kann sich immer aufspalten. Das tut es übrigens auch, wenn es alleine ist. Also wenn wir ein freies Neutron haben, braucht es etwa 20 Minuten, bis es sich auch von selbst aufteilt in Proton und Elektron. Es ist also von Natur aus ein instabiles Teilchen. Genau, das heißt, hier zerfällt es wunderbar, fällt runter und was es aussendet, ist das Elektron. Dieser Prozess hat ungefähr 5 Megaelektronenvolt. Also weniger als die Alpha-Strahlung, aber immer noch mit sehr viel Wumms. Gut, jetzt ist die Frage, wie finden wir raus, was das neue Atom ist, das wir rausbekommen. Zuerst haben wir das Cäsium und jetzt hatten wir ja vorher ein Neutron, das wird jetzt aber zum Proton. Das bedeutet, jetzt wandern wir im Periodensystem sogar nach oben, also zum nächstgrößeren, also nicht zum nächstgrößeren, sondern zum Element mit der nächsthöheren Ordnungszahl und das wäre hier das Barium. Das bedeutet, aus dem Cäsium wird ein Barium mit der Kernladungszahl 56 statt zuvor 55 und aber immer noch derselben Massenzahl 137, weil sich ja nur ein Kernelement umgewandelt hat, es aber nicht mehr geworden ist. Genau. Gut. Damit haben wir wieder was erreicht. Und jetzt geht es nur darum, wie schaut noch die Reaktion aus? Das ist sehr einfach. Wir haben 137 zu 55, also schmal. Die schreiben wir gar nicht hin, sondern wir schreiben nur hin, wir haben Cäsium, so, und von der Ordnungszahl 55 und das wird zu Barium mit denselben Zahlen oben, nur unten eben jetzt mit der 56, weil es ein Proton mehr gibt, plus ein Elektron. Und Achtung, es kommt noch ein Teilchen hinzu, und zwar ein Antineutrino. Das wird durch dieses komische V
abgekürzt. Und über das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil das für uns auch erstmal keine große Rolle spielt. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dieses Antineutrino ist ein ganz kleines Teilchen, das neutral geladen ist, ist so, es ist kleiner als ein Elektron und es entsteht einfach bei der Quarkumwandlung. Genau, es reagiert mit ganz, ganz wenig, es kann ganz schwer nachgewiesen werden. Man hat am Südpol tatsächlich riesige Eisfelder genommen und dort überall Sensoren aufgebaut, um ganz wenige Neutrinos zu finden. Das sind ganz lange Eisenschnüre, die sie da also in der Erde eingebaut haben, 10 Meter lang ungefähr, und das über eine Fläche von 1 Quadratkilometer, dass sie wenigstens ein, zwei Neutrinos einfangen. Das heißt, für uns sind die für die radioaktive Strahlung nicht relevant. Wir müssen es aber immer dazu schreiben, dass es entsteht. Und es hat eine ganz wichtige Folge, nämlich, dass wir jetzt drei Teilchen haben. Wir haben einmal das alte Atom, also das neue Atom. Dann haben wir ein Proton, das ausgesendet, Entschuldigung. Dann haben wir ein Elektron, das ausgesendet wird, und ein Antineutrino, das ausgesendet wird. Und jetzt kann sich die Energie auf die drei total flexibel verteilen, weil das Antineutrino kann total viel Energie mitbekommen, oder aber der Atomkern kann ganz viel Energie abbekommen, in die eine Richtung geschleudert werden, und dafür schleudert er Neutrino und Elektron beide in die andere Richtung und so weiter. Das bedeutet, diese 5 Megaelektronenvolt ist die maximale Energie, die dieses Elektron haben kann. Es kann aber auch 2 Megaelektronenvolt nur abbekommen oder sogar nur 0,5 Megaelektronenvolt. Das heißt, hier schwankt die Energie total, anders als es bei der Alpha-Strahlung der Fall war, wo es nur zwei Sachen gibt danach, also zwei Produkte. Gut. Und letzter Hinweis: Wir müssen hier noch ein bisschen genauer werden. Wovon wir hier sprechen, ist die Beta-Minus-Strahlung, wann ein Elektron entsteht. Es gibt tatsächlich auch eine Beta-Plus-Strahlung, genau, wo ein, ja, kein Elektron, sondern ein Positron ausgesendet wird, also ein Antiteilchen, aber die lernt ihr erst in der Oberstufe genau kennen. Gut, und jetzt kommen wir noch schnell, tatsächlich nur noch kurz, zur letzten Strahlungsart, nämlich der Gamma-Strahlung, die aber auch sehr schnell erklärt ist. Die Gamma-Strahlung ist tatsächlich eine Strahlung, die nur als Folge von anderen Strahlungen entsteht. Bei der Beta-Strahlung gibt es tatsächlich auch Atome, die selbst einfach instabil sind und zu viele Neutronen haben und dann langsam irgendwann die Neutronen in Protonen verwandeln. Und das sind dann reine Beta-Strahler, die keine Alpha-Strahlung davor haben. Die Gamma-Strahlung aber kann nicht alleine auftreten, sondern muss als Folge von einer Alpha- oder Beta-Strahlung entstehen. Und die Gammastrahlung wissen wir ja schon, dass eine elektromagnetische Strahlung ist, also wie ein Photon. Und sie entsteht tatsächlich auch hier durch einen Protonen- oder Neutronensprung zwischen den Schalen. Das bedeutet, durch eine radioaktive Strahlungsaktion, die wir zuvor hatten, wird ein gewisser Teil der Energie auf den Kern übertragen. Dadurch kann der kinetische Energie bekommen. Aber es können auch die Nukleonen angestoßen werden, so dass ein Nukleon auf ein, zwei, drei Schalen höher hüpft. Zum Beispiel hierauf. Zack. Dieses Proton. Jetzt ist dieses Proton hier oben und genauso wie bei den Elektronen fällt es irgendwann runter. Und es kann entweder eine Stufe runterfallen und dann die zweite Stufe oder direkt runterfallen. Ja, das ist ganz egal. Genauso kann ja ein Neutron hochkommen. Gehoben worden sein statt dem Proton. Das bedeutet, hier haben wir auch nochmal engere Energieniveaus. Das heißt, die Strahlung, die wir hier als Gammateilchen ausstrahlen, also ein Gammateilchen ist nichts anderes als ein Photon, aber im Megaelektronenvolt-Bereich, kann total unterschiedlich sein. Es sind zwar die Energieniveaus, es gibt aber ganz, ganz viele Energieniveaus. Und meistens ist es nicht so, dass hier ein Teilchen nur um zwei Energieniveaus gehoben wird, sondern gleich um 10 oder 20 Energieniveaus. Und dann gibt es unglaublich viele Arten, wie das runterstürzen kann mit Zwischenschritten. Das bedeutet, wir können überhaupt nicht sagen, in welchem Bereich jetzt eigentlich unsere Gammastrahlung ist, weil es so variiert. Theoretisch gibt es Linien, genauso wie bei den Atomhüllen, also den Elektronensprüngen, die charakteristisch sind, aber es sind so viele, dass es ja einfach nicht genau sagbar ist, welche Energie die Gammastrahlung haben wird. Für unsere Kernumwandlung bedeutet das, naja, wir haben gar keine, sondern Barium wird wieder zu Barium 137 und auch
wieder mit 56 Protonen. Das heißt, es hat sich gar nichts geändert, nur dass es vorher quasi mehr Energie hatte, also die Teilchen waren ein bisschen weiter auseinander und ist jetzt zusammengefallen, hat also potenziell Energie verloren. Und um ein angeregtes Atom zu markieren, machen wir das so, dass wir dort ein Sternchen anfügen. Wenn wir die Reaktion nun anzeichnen, ist es ziemlich einfach. Wir schreiben nämlich einfach nur Barium 137, 56 wird zu Barium 137, 56, machen aber auch das Sternchen hierhin, um zu sagen, dass es mehr Energie hatte, und hier dann ein Plus Gamma, um zu sagen, dass noch ein Photon ausgestrahlt wird von einer sehr hohen Energie. Genau. Damit haben wir alle drei Strahlungsarten ganz genau besprochen. Jetzt zum Abschluss zeichne ich euch hier noch eine Aufgabe auf, das heißt eine Beta-Strahlung. Die Gamma-Strahlung wiederholen wir am Ende nicht, weil die ja immer dasselbe ist. Und zwar, wir nehmen wieder das Uran, weil das Uran auch Beta strahlen kann. Also wieder das 235er, 92. So, und ihr schreibt mir hier jetzt noch die Beta-Reaktion hin, also die Beta-Strahlung hin, und lasst dann das Video weiterlaufen, und dann sind wir endlich fertig. Okay, bei der Beta-Strahlung wissen wir, dass eben das Neutron zu dem Proton umgewandelt wird. Also nehmen wir das nächsthöhere nach dem Uran. Im Periodensystem sehen wir, dass das Neptunium ist. Ein sehr schöner Name für ein Atom. Hat immer noch dieselbe Kernmassenzahl, aber die Ladungszahl ist nun eben 93. Und immer müssen wir das Elektron und das Antineutrino noch dazu schreiben. Gut, jetzt sind wir aber wirklich durch. Bitte, bitte notiert das Wichtigste. Wie gesagt, es ist nur eine sehr kurze Zusammenfassung im Heftantrag und dieses Video ist sehr lang dafür. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt die Aufgaben lösen und habt komplett verstanden, wie Strahlung funktioniert, weil es tatsächlich ein großer Teil der Physik der Oberstufe auch darstellt. Also, tschüss und viel Erfolg!